Alter Schwede, ich hab einen Blick drauf, ne? Ja gut, fangen wir mal los, ne? Das Thema ist... Ich hab das scheiß Buch schon abgegeben. Wurst. Wursttelefon klingelt. Thema ist eigentlich... ADHS heute? Nee, Thema ist eigentlich von Männern, die keine Frauen haben, von Haruki Murakami. Sehr gutes Buch, sehr gutes Buch. Lest es und dann komm zurück und schau dir das Video an. Nee, jetzt pass mal auf hier. Ey, ganz ehrlich, ist natürlich leicht, so ein Buch zu lesen, ja, und sich dann mit jeglichen Hauptrollen direkt zu identifizieren, was nun mal einfach in der Natur der Sache liegt. Ja, ein Mann, der keine Frau hat, versteht natürlich Männer, die keine Frauen haben. Das ist ja klar, ne? Aber es geht ja nicht um mich, es geht um das Buch. Ach, scheiße. Jetzt hätte ich mir eine Liste raussuchen sollen von den ganzen... Also, passt auf. Das Buch besteht aus 7 Kurzgeschichten. Die der Autor natürlich selbst verfasst hat, hofft man. Ich kann jetzt nur noch ungefähr beschreiben, worum es geht. Ich glaube, es ging um Frauen, die keine Männer haben. Ja. Nee, also pass auf. Genau die erste Geschichte, jetzt weiß ich es wieder. Und zwar, da ging es um einen Mann, irgendwie so Mitte 40, 50, irgendwie sowas in dem Dreh rum. Und der ist Schauspieler und der sucht nach einer Fahrerin, nach einer Chauffeuse. Ja, es gibt ja auch Friseuse, gibt es ja eigentlich, ist ja auch Friseurin, ne? Also Chauffeurin, er sucht nach einer Chauffeurin. Und die soll ihn von daheim zu seinen Gigs bringen, zu seinen Auftritten. Und er möchte dann quasi auf dem Weg immer... seine Texte schon üben und was weiß ich alles und spricht dann vor sich hin. Und er erzählt dann halt so von seiner Frau, die verstorben ist und die ihn betrogen hat. Und er hat sich dann mit dem angefreundet. Also es war nicht der Einzige, aber mit dem Letzten, mit dem seine Frau anscheinend eine Affäre hatte, mit dem hat er sich dann... nach ihrem Tod angefreundet und da erzählt er auch so ein bisschen, ja, sehr guter Einstieg. Die zweite, weiß ich gar nicht, pass auf, ich erkläre jetzt gar nicht alle, welche mir noch wirklich, also welche, ich glaube, das war sogar die zweite oder die dritte, die mir wirklich hängen geblieben ist. Da ging es um den Studenten, der von seinem Kumpel erzählt, mit dessen Freundin er dann ausgehen soll. Und das ist sogar der Vorschlag von seinem Kumpel. Und das ist natürlich erstmal ein bisschen komisch, in so eine Situation zu geraten. Der tut dem Ganzen natürlich aber auch nichts ab, weil es einfach eine toll beschriebene Nummer war. Ja. Und ja, dann die vorletzte, das war Samsa in Love. Das weiß ich noch, weil ich meine, ich habe jetzt heute erst fertig gelesen, aber keine Ahnung. Ja, und jedenfalls Samsa in Love. Gregor Samsa. Oh, da klingelt's doch nicht. Ja, da war doch was. Nee, oder? Doch, ja. Ja, genau. Die Verwandlung von Franz Kafka. Das war lustig. Ich habe vor x Jahren mal angefangen, die Verwandlung zu lesen, habe es nicht fertig gebracht. Ich bin, glaube ich, nicht über 2 oder 3 Seiten hinausgekommen. Das war aber auch eine Phase in meinem Leben, wo ich wirklich nicht viel mit Büchern zu tun haben wollte. Ja, also da war ich 17 oder so. Da hatte ich andere Interessen, ja. Da wollte ich zocken. Und eigentlich nichts anderes. Na, wurscht.
Ja, Gregor Samsa in Love. Wie gesagt, ich kann mich nur in Bruchstücke an die Verwandlung erinnern, aber hier ist es eben so, dass sich anscheinend die Hauptperson, die dann auch Gregor Samsa heißt, in einen Mensch verwandelt. Und das ist dann auf einmal komisch. Und er muss lernen zu laufen und sich anzuziehen und sich zu benehmen. Und dann erfährt man so die ersten 2 Stunden, nachdem er in seinem Zimmer aufwacht und dann runter geht ins Erdgeschoss und was ist. Und dann klopft es auf einmal an der Tür und er wird aufgeweckt von der Klingel, Klopfen, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann steht eben eine Frau. Habe ich überhaupt nicht verstanden, die anscheinend voll den Buckelrücken hat. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Wenn das jetzt irgendeine Anspielung ist und ich das jetzt gerade gar nicht raff, okay. Nee, aber jedenfalls, die will dann irgendwie ein Schloss bei ihm austauschen. Fand ich so ein bisschen interessant, ne? So der einsame Eremit und dem sein Schloss zu seinem Zimmer muss ausgetauscht werden, ist kaputt. Und das macht dann die Frau, in die er sich verliebt. Fand ich so ein bisschen interessant, die Parallele, ne? Habe ich mir so überlegt. Aber ist ja auch völlig wurscht. Das fand ich echt lustig. Also, das war wirklich sehr gut beschrieben. Er hat natürlich dann mit äußerst menschlichen Dingen zu kämpfen in ihrer Gegenwart, namentlich die Erektion, wo er nicht weiß, mit umzugehen. Keine Ahnung, was ist das überhaupt? Wie funktioniert das und warum passiert das jetzt gerade? Und die letzte, ja gut, die letzte, die war dann ein bisschen komisch. Die letzte Kurzgeschichte. Ich glaube, vermute, ich weiß es nicht. Haruki Murakami hat ja bis jetzt nur ein Buch als Autobiografie verfasst oder autobiografisch, und zwar, wie heißt das nochmal, wenn ich vom Laufen rede, also auf Deutsch natürlich, da geht es irgendwie um seine Liebe zum Joggen und wie er das entdeckt hat. Habe ich noch nicht gelesen. Ich bin jetzt nicht so der sportliche Typ, aber vielleicht ziehe ich mir das mal rein. Ich hatte eben das Gefühl bei dieser Kurzgeschichte, das ist die einzige, die in der ich oder? Boah, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber es war sehr persönlich, kam mir sehr, sehr persönlich vor. Und er hat sich da, hat da eben auch geschrieben, zum Beispiel, dass er den Namen dieser einen bestimmten Frau, die gestorben ist und wo er Nachricht erhält, dass sie gestorben ist, möchte den Namen nicht erwähnen, gar nicht erwähnen und schreibt den mit einem großen M. Ich weiß nicht, bei mir gingen da so ein bisschen die Alarmglocken an, so, das ist jetzt. Vielleicht ein Stückchen persönlich hier, ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber jedenfalls war das auch ein bisschen verwirrend, ein bisschen durcheinander geschrieben. Ich musste das erstmal ein bisschen zusammensetzen, bevor ich das gerafft habe. Aber war letztendlich der Paragraph, wo er dann ganz genau beschreibt, oder wo er sagt, dass nur wer eine Frau geliebt hat und dann, ne, und dann das so beschrieben, wie sich das anfühlt, wenn man eine Frau verloren hat, fand ich sehr gut, dann fand ich sehr eindringlich. Also fand ich wirklich, also insgesamt top, geil, klasse. Ich finde Harukis, ja, Murakami-sans hier Schreibstil sehr nice. Er beschreibt wirklich sehr genau, er lässt nichts aus. Gut, ich meine, es ist natürlich übersetzt. Kann sich jetzt streiten, wie viel da tatsächlich von ihm kommt und wie viel da Interpretation ist. Das ist ja bei der japanischen Sprache an sich, glaube ich, generell ziemlich schwierig, weil ja auch viele Schriftzeichen das Gleiche bedeuten können oder was anderes bedeuten. Was habe ich gesagt? Das gleiche Schriftzeichen kann 2 unterschiedliche Bedeutungen haben. Wie auch in einer der Kurzgeschichten beschrieben, wo es irgendwie um den Kamitagi ging, der dann übersetzt heißen soll Gottes Acker. Man kann es aber auch anders lesen als, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, weiß jetzt nicht mehr.
Müsste man nachgucken. Recherche ist jetzt nicht am Start. Darum geht es auch gar nicht. Geht jetzt nicht um die Facts, geht um die persönliche Meinung. Und die kriegt es straight. Sehr, sehr geil. Absolute Leseempfehlung. Aber wie gesagt, um nochmal zurückzukommen auf meinen Einstieg. Ich weiß gar nicht, ob man das als Frau wirklich so toll finden kann, wie als Mann, weil es halt einfach wirklich von der Position in dem Buch jedes Mal eher aus der Sicht des Mannes beschrieben oder des männlichen Protagonisten in der Geschichte beschrieben ist und dem seine Empfindungen. Ja, ist ja wahrscheinlich trotzdem natürlich genauso interessant. Wollte ich nur mal so in den Raum werfen, dass es vielleicht ein bisschen die emotionale Verbindung da ein bisschen eingrenzen kann. Aber ansonsten, ja, top, toll. Und ja, weil wir jetzt schon beim Thema Franz Kafka waren und ich dieses Buch einfach nie gelesen oder diese Kurzgeschichte einfach nie gelesen habe, nächste Woche soll es um die Verwandlung gehen. Ja. Ich weiß nicht, ich hoffe mir so ein bisschen, dass es vielleicht auch so lustig ist, wie so lustig war wie jetzt die hier von Haruki Murakami, die Kurzgeschichte mit dem gleichen Hauptcharakter. Aber das wird sich zeigen. Ne? Ja, ne? Bis dann.